Gut, fangen wir an bei Thales. Ist das heiß hier? Ich glaube, ich muss erst mal was trinken. Oh nee, das spritzt aber. Also Thales von Milet, was hältst du von Gnoti Sauter? Neue Szenebar hier um die Ecke? Ahnte ich schon, dass du als angehender Philosoph griechischen Wein trinkst. Einverstanden, gehen wir hin. Das Wasser hier schmeckt irgendwie nicht. Der Körper besteht bis zu 70% nur aus Wasser. Und für Thales ist das Wasser der Ursprung aller Dinge. Muss ja ein toller Kneipenwirt sein in dem Lokal, wenn der so auf Wasser steht. Okay, dann trinke ich halt einen Gespritzten, aber du zahlst. Thales meint, die Götter schwören auf Wasser. Und er ist felsenfest davon überzeugt, dass Seelen unsterblich sind. Hallo, ich habe immer noch Durst. Ich sterbe vor Durst. Er meint auch, es gibt keinen Unterschied zwischen Leben und Tod. So wie du redest, hört sich das zu viel nach Wasser und auch Schnaps an. Wie heißt die Kneipe nochmal? Gnoti Sauten, aber das ist keine Kneipe. Was dann? Ein Sinnspruch, der Thales zugeschrieben wird. Meinetwegen, darüber können wir mit deinem Kneipenwirt sprechen, während wir endlich die Getränke bestellen. Also los. Nicht so schnell. Erkenne dich selbst. Ich erkenne mich, durstig wie ich bin. So würdest du Thales gefallen. Okay. Ein erster Schritt zur Selbsterkenntnis. Ich erahne etwas. Du erahnst den tieferen Sinn von Gnoti Sauten. Zu Deutsch, erkenne dich selbst. Großartig. Mein Ahnen wird stärker. Mein Durst aber ganz sicher auch. Gnoti Sauten, das stand am Tempel des Apoll von Delphi. Er wird Thales von Milet zugeschrieben, aber auch einigen anderen griechischen Dichtern und Philosophen, Denker. Selbsterkenntnis ist der Schlüssel zu allem. Jetzt habe ich verstanden. Voll und ganz. Lass mich doch mal teilhaben an deiner Erkenntnis. Gehe ich recht in der Annahme, dass dieser Thales schon lange tot ist? Circa 2600 Jahre. Und dass es diese Kneipe mit dem Namen Gnoti Sauton überhaupt nicht gibt? Das habe ich nie behauptet. Dann beantworte mir jetzt bitte diese eine Frage. Ja, bitte. Wohin jetzt mit meinem Durst?